Alles klar. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich habe es ja gestern schon erwähnt. Und zwar habe ich eine Serie mit einem ziemlich bekannten Kommentator namens Elotrix. Und deshalb gibt es jetzt erstmal ein. Ey, Leute, was geht? Elotrix ist hier und so. Und jetzt sind erstmal ein Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, beim nächsten Mal sage ich wieder Snickers, Digga. Digga, ich hatte, immer wenn ich auf deinem Channel bin, so. Digga, ich hatte schon Angst, Alter, dass du dein Intro vergisst, Alter. Was wäre denn los, Alter? Ah, das wäre ich ja mal gar nicht gewohnt. Auf jeden Fall, mit Elotrix habe ich jetzt eine Serie aufgemacht. Und diese Serie sollte viele von euch interessieren. Und zwar werden wir über Frauen reden. Also, wie eigentlich in allen unseren Videos. Diese Serie wird jeden Mittwoch um 18 Uhr bei mir auf dem Kanal hochkommen. Nee, 16 Uhr war bei dir. 16 Uhr, Digga. 16 Uhr? Ah, nee, doch, du hast 18 Uhr. Ja, ich hab Sonntag 16 Uhr. Ja, du hast recht, sorry. Und der Elotrix hat Sonntag 16 Uhr. Da werde ich auch immer mit am Start sein. Und wir werden das zwar nicht immer alleine machen, allerdings werden wir immer dabei sein und mit Gästen noch. Also da werden viele Leute dabei. Ja, der Elotrix. Ja, genau, heißt der Elotrix. Wenn jetzt einer von uns fehlen würde, das wird nicht passen. Und das bleibt auch so. Also. Wir werden auf jeden Fall immer dabei sein mit Gästen und ihr könnt uns jetzt schon mal Fragen in die Kommentare stellen. Wir haben schon hier bestimmte Probleme und ihr rausgesucht und ihr könnt uns schon mal in die Kommentare schreiben, was euer Anliegen ist und wenn es wirklich privat sein soll, dann schreibt uns einfach als private Nachricht mit dem Betreff Dr. Denotrix, ganz wichtig, euer Problem genau. Und wir werden darüber reden und ohne euren Namen zu erwähnen, wenn ihr das nicht möchtet, genau. Ganz genau. Und eine Sache noch, und zwar, ihr könnt uns wirklich vertrauen, wir werden euch nicht verarschen. Wir wollen euch ja helfen, wir wollen ja nicht irgendwie euch dann an Pranger stellen oder so eine Scheiße. Ja. Eine Sache noch, der Elotrix ist ein bisschen älter als ich. Ich glaube, der ist 21 oder so. Ja, allmählich solltest du es mal wissen, Digga. Genau, 21 und ich bin 18, also sogar der Elotrix hat sogar noch mehr Erfahrung als ich gesammelt. Also, aber ich von meinen 18 habe schon sehr, sehr viel Erfahrung, also könnt ihr euch da auch auf mich verlassen. Und wer soll anfangen? Ich habe hier nämlich zwei Kommentare schon rausgesucht. Ja, mach du, Digga, dein Channel, also. Okay, warte, ich überlege. Okay, zwar, ich lese mal in den Kommentar. Übrigens, ich werde jetzt seinen Namen vorlesen, weil er mir das am Anfang erlaubt hat. Er will nur nicht, dass ich seinen YouTube-Kanal vorlese. Hey Danny und Elotrix, ich bin Matthias und 15 Jahre alt. Ihr könnt auch gerne meinen Namen erwähnen, aber bitte nicht meinen YouTube-Kanal bzw. den Kanal des Kanals. Was? Den Namen des Kanals. Ich hätte. Verspreche, wurde mit Schwanz im Mund. Ganz genau, ja. Ich hätte eine Frage an euch zwei. Es geht darum, soll ich mir Sorgen machen, wenn mal ein Mädel nicht schreibt, obwohl sie mich mag und es keinen Grund gäbe, von 0 auf 100 sauer zu sein? Es geht mir auch allgemein um das Thema mit Mädchen schreiben. Wie verhalte ich mich? Wie sollte ich mich in der Situation verhalten? Würde mich über Hilfe freuen, denn ich. Was? Denn ich verschlage? Was bedeutet verschlage? Denn ich verschlage schon lange meinen Kopf damit. Ja, der meint wahrscheinlich, dass ihn das schon lange beschäftigt. Ja, so. denke auch. Habe ich noch nie gehört. Darf ich anfangen, Digga? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache und zwar, du solltest allgemein, wenn du mit Frauen schreibst, dir keine Sorgen drum machen, dass du irgendwie jede Sekunde antworten musst. Ich hatte das Problem damals auch und habe das Problem immer noch heute. Es ist kein. Ich sag mal so, ich habe die Angewohnheit, immer schnell zu antworten, weil ich ziemlich ungeduldig bin. Ich bin allgemein ziemlich ungeduldiger Mensch. Wenn du aber mit einem Mädel schreibst und sie dir zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Minuten nicht zurückschreibt, dann schreib ihr manchmal einfach so mal 20 Minuten nicht zurück, einfach so. Stell dir mal vor, sie schreibt dir nach 10 Minuten und du antwortest sofort. Das zeigt nur, dass du sofort, dass du immer für sie verfügbar bist. Ganz genau, dass du immer für sie verfügbar bist und das macht dich schon wieder unattraktiv. Deswegen, wenn sie nicht schreibt und es keinen Grund dafür gibt, dann macht ihr gar keinen Stress, dann gibt es halt einfach keinen Grund dafür und sie hat halt im Moment was anderes zu tun. Und, ist so, nur weil keine Ahnung, ihr habt doch manchmal auch was um die Ohren, ihr lernt, fallt dann todmüde ins Bett und habt an den Abend gar nicht auf euer Handy geschaut und nur weil sie mal einen Tag nicht geantwortet hat, muss doch nicht gleich sein irgendwie, dass sie sauer ist oder so. Ja. Vielleicht hatte ich Stress und außerdem könnt ihr nicht davon ausgehen, dass, ich gehe mal davon aus, dass du sie noch nicht getroffen hast, weil du ja nur mit ihr schreibst, dass du für sie das Wichtigste bist, obwohl sie dich nicht mal kennt. Also da kann es schon mal passieren, dass sie irgendwie einen Tag oder ein paar Stunden mal nicht antwortet. Gut, dann ist es halt so, ich habe auch mal ein Mädel, da habe ich mich auch gewundert, wieso antwortet die denn nicht? Die hatte einfach kein Internet. Habe ich mir auch keinen Stress gemacht und trotzdem habe ich die zum Schluss ins Bett bekommen. Auch wenn die halt nicht geantwortet hat. Ja, normal. Normal, Alter. Und da musst du dir auf keinen Fall Stress machen. Und wie gesagt, wenn du mit ihr schreibst, ne, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nicht zu oft zu antworten. Ganz ehrlich, ich habe das
ich habe das auch gemerkt, und zwar ist es wirklich, hilft es auch wirklich, wenn du zum Beispiel, das musst du wirklich lernen, wenn ich zum Beispiel 5 Minuten nicht antwortet, dann antworte einfach mal 10 Minuten nicht und schreib dann wieder. Eine ganz, ganz wichtige Sache noch, die ich dir wirklich empfehlen kann, und zwar, wusstest du Allotrix, du wusstest das bestimmt, aber guck mal, ihr solltet immer dem Mädel weniger schreiben, als sie euch. Wenn sie euch zum Beispiel 2 Sätze schreibt, dann schreibt ihr mal einen Satz, weil es ist bewiesen, dass die Person, die immer mehr schreibt, mehr Interesse an der anderen Person hat. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr immer weniger schreibt. Macht euch interessant, tut nicht immer direkt auf ihre Frage eingehen, gebt mal zweideutige Antworten, gebt mal so, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so, das muss man auch irgendwie sich aneignen, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer, gebt mal so nicht wirklich aussagekräftige Antworten, sodass sie dann immer nachhaken muss und immer so, ah, was meint der jetzt und so, das macht euch interessant. Ja, ja, genau, das, ja, das auch, genau. Oder zum Beispiel mit solchen Sprüchen, bei mir kommen die Sprüche immer, Leute, ich sag euch was, ich will euch jetzt mal was ans Herz legen, und zwar die Tipps, die ich euch jetzt gebe, die sind Gold wert, weil die mir einfach bei mir immer zu 100% klappen. Naja, nicht vielleicht zu 100%, aber zu 99% oder zu 95% mindestens. Haut da raus! Klapp. Und ich sag euch was, Leute, diese Tipps, Alter, die sind Gold wert. Die sind Gold wert und die solltet ihr auf jeden Fall anwenden. Sowas zum Beispiel, wenn ihr mit einem Mädel schreibt, zum Beispiel, wenn ihr zu ihr schreibt, du siehst ja klein aus irgendwie, du bist ja klein und süß. Das zeigt wieder, ihr nehmt sie nicht so ernst. Ihr dürft sie auch beim Schreiben nicht so ernst nehmen. Nehmt sie nicht so ernst, nehmt sie ein bisschen auf den Arm. Das macht euch attraktiv und das hilft euch weiter. Weil jeder Junge schreibt die an, hey, du bist süß, hey, du bist voll die Hübsche. Wenn ihr aber schreibt, keine Ahnung, und der hat irgendwie so ein Duckface-Bild. Danny, was sagst du da immer? Oh, du bist ja ein kleines Duckface-Gesicht oder was? Genau. Sowas schreibe ich immer. Und das kommt einfach, Leute, ihr müsst euch einfach in die Situation des Mädels des Mädchens versetzen, weil... Wenn immer. Ihr 10 Nachrichten jede Stunde kriegt mit, hey, und dann kommt irgendeine Nachricht mal so, Alter, du hast ja voll die große Stirn, bist aber trotzdem süßer, dann antwortet ihr auf die eigentlich schon viel eher, ja, als immer auf dieses, hey, wie war dein Tag, was machst, wie geht's? Den Smalltalk, ihr müsst euch was Eigenes ausdenken, so was bisschen, was euch hervorstechen lässt. Ja? Und dann werdet ihr zustechen, meine Freunde. Auf geht's! Dann werdet ihr zustechen, Alter. Guck mal, ich hatte damals auch immer mit hey geschrieben und ich habe mich immer gefragt, wieso antwortet ihr denn nicht? Ich habe immer nur hey geschrieben, ne? So, ich weiß nicht, aber ich habe fast nie eine Antwort bekommen. Seitdem ich das so mache, Leute, wisst ihr, wie viele Leute den Mädels hey schreiben, Leute? Das ist echt unglaublich. Also nutzt die Tipps und ihr werdet sehen, ihr werdet erfolgreicher. Ich habe gerade wirklich einen Teil eures Lebens verändert, Alter. Das kann ich euch garantieren. Nee, wirklich. Ich meine, Schreiben sagt schon viel aus. Schreiben sagt aus, ob du dich mit den Mädels triffst oder nicht. Ja, aber ich sag mal so, hier wegen Schreiben hin und her, am besten ist immer noch persönlich treffen. Ja, definitiv. Eine ganz wichtige Sache noch, Digga, gut, dass du das erwähnst, und zwar schreib nicht so lange mit ihr. Schreib nicht 2 Monate mit ihr und hofft... Genau, ich bin auch ein Freund, denn ich hasse es so voll, wenn ich ein Mädchen interessant finde, dann muss ich monatelang mit der rumschreiben, ich will gleich treffen, gleich kennenlernen, das ist ja viel besser. Ja, ganz genau, ja, das ist auch richtig so. Das sage ich auch immer, ja, ich schaue den Personen immer lieber in die Augen, wenn ich mit denen rede, anstatt mit denen zu schreiben. Da haben die meistens auch gar nicht so große Klappe, die Mädchen, woran das wohl liegt, ne? Ja, genau. Vielleicht, weil dein Schwanz in ihrem Mund ist. Genau, das ist es. Und deswegen verschwendet eure Zeit nicht mit Schreiben. Er und sagt, ganz wichtig, genau das ist es. Ganz wichtig, wenn sie, sagt, nö, kein Bock, dich mit ihr zu treffen, also wenn sie keinen Bock drauf hat, dann scheiß auf sie. Ihr werdet nicht einem Mädel hinterherlaufen, was ihr nicht kennt. Ganz einfach, das mal meine Meinung dazu. Aber lasst uns nicht wieder hier stundenlang. Guck mal, wir reden schon 8 Minuten. Wir wollten eigentlich die Episoden 10 bis 15 Minuten halten oder 10 bis 20 Minuten. Keine Chance, Mann. Oh, das ist unglaublich, Alter. Digga, komm, deine Frage. Okay, ein Mr. Unbekannt fragt uns, Dr. Danotrix, bitte gebt mir Tipps zum länger aushalten beim Ficken. Ich komme immer viel zu schnell und meine Freundin ist deshalb immer leicht angepisst. Jetzt bin ich dran, würde ich mal einen, oder? Am Anfang? Ja, mach. Also, keine Ahnung, das ist halt natürlich, kommt natürlich drauf an, wie rallig ihr seid. Wenn ihr noch nie in eurem Leben viel gefickt habt, und dann kommt ihr endlich mal zum Stich. Ist klar, dass euer Hampelmann dann sich einen Keks freut und dass ihr dann übelst schnell zum Schuss kommt. Ah, und deshalb würde ich euch empfehlen, mein Tipp ist, wichst euch am besten 3 bis 5 Mal am Tag ein und drückt ordentlich zu dabei. Das härtet euren Pimmel einfach ab. Und ich habe das wirklich mir mehr oder weniger fast antrainiert. Ich hole mir immer in einer gewissen Geschwindigkeit mit einem gewissen Druck einen runter. Und ich kann jetzt wirklich kein Scheiß, denn ich kann im Bett eine Dreiviertelstunde, selbe Geschwindigkeit, eine Stellung, gar kein Problem, aber ich kann die auch richtig durchballern. Aber wenn ich in einer gewissen Geschwindigkeit ficke, so wie ich mir halt einen runterhole, komme ich viel schneller, als wie ich ein bisschen langsamer. Also wenn ich ein bisschen langsamer vögel. Deshalb kann ich eigentlich so lange, bis die 1-2 Mal gekommen ist, da gucke ich immer, dass die Frau ihren Spaß hat, dann machen wir Doggy, dann hämmer ich richtig rein, dann komme ich richtig schnell, weil ich halt mit der Geschwindigkeit mir auch einen
einem von der Palme wedel und ja, dann passt es, Alter. Dann könnt ihr wirklich richtig lange Bett und dann, das macht euch macht auch richtig Spaß, wenn die Frauen richtig, ja, richtig ins nächste Universum bumst. Also, es ist mein Tipp, 5-mal am Tag einen runterholen oder 3-mal, fangt mit 3-mal an, ordentlich und zudrücken, das härtet euren Pimmel ab. Ja, kann ich so zustimmen. Und eine Sache noch, und zwar, bei mir war das, um dir vielleicht ein bisschen Mut zu machen, war das bei mir so, ich glaube, das erste Mal, als ich mit so einer richtig geilen Tusse was zu tun hatte, bin ich gekommen, Alter, fast gekommen, Alter, obwohl ich nicht mal mich ausgezogen habe. war wirklich so. Ich bin nicht gekommen, aber ich war kurz davor und ich war diesen Standard nicht gewohnt. Wenn ihr aber allerdings wirklich mehrere hübsche Mädels auch hattet so und merkt, okay, mehrere hübsche Mädels stehen auf mich, dann seht ihr das ein bisschen mehr als Standard an irgendwie und dann ist es für euch mehr normal. Und ihr müsst es so sehen, das habe ich schon so oft gehört, viele Jungs sind halt einfach so, dass die können halt nur so lange, wie sie können, und wenn sie kommen und das Mädchen ist nicht gekommen, dann shit happens. Deshalb, wenn ihr wirklich das drauf habt, dass ihr das Mädchen 1-2 Mal zum Kommen bringt, bevor ihr dann sie besamt, dann, ja, keine Ahnung, dann steigt die mit euch immer wieder in die Kiste. Warum glaubt ihr, tue ich mit meinen ganzen Fickfreundinnen so oft bumsen? Glaubt ihr, weil ich schlecht im Bett bin? Nein. Sonst würden die nicht wiederkommen. Ja, und eine Sache noch, und zwar habe ich auch damals ein paar Kommentare gelesen. Danny, ich habe Angst, dass ich das Loch nicht finde. Das erste Mal, als ich, glaube ich, Sex hatte, hatte ich auch irgendwie ein bisschen im Hintergedanken sowas, was ist jetzt, wenn ich voll peinlich werden. Ja, aber ihr findet das immer. Das ist, keine Ahnung, das ist eigentlich so voll komisch. Die Muschi ist ja, keine Ahnung, da unten irgendwie so. Aber das Loch ist irgendwie voll nah beim Arschloch. Das weiß man gar nicht am Anfang. Und ihr müsst eigentlich so ihn recht weit unten platzieren und schräg nach oben anwinkeln. Und wenn die dann feucht ist, dann rutscht die auch rein. Keine Ahnung, den Tipp habe ich damals gelesen, der hat echt geholfen. Aber ich muss sagen, ich lasse immer die Dame meinen Penis bei sich reinstecken. Ja, das ist viel geiler. Ich finde, das ist ihre Aufgabe und ich finde es auch voll geil, wenn man so bei mir so nah anfängt und ich so auf die mich drauflege und sie dann so meinen Schwanz packt und in sich reinschiebt, Alter, das ist richtig geil, Mann. Viel geil, Alter. Also das ist wirklich, lass ich auch machen, dass sie das macht, dass sie ihn in die Hand nimmt und da reinschiebt. Nimm ihn in die Hand! Alles klar, wir reden schon wieder, Digga, okay, nächstes Thema, okay. Lass uns das ein bisschen schneller, damit die Episode nicht zu lang geht, aber gut, lass uns die zwei noch hinter uns bringen, ne? Ja, du bist wieder dran. Okay. Hey, Allotrix, / Danny, der Hase läuft so, ich glaube, das hat er von dir. Ich, männlich 16 Jahre aus Osnabrück, hatte einen Klassenausflug mit der Jahrgangsstufe. Im Hotel kamen nachts so ein paar Mädels von der Schule aus Hamburg vorbei und haben erst nur mit uns gelabert und das hat sich halt weiterentwickelt. Okay, weiterentwickelt, ich gehe mal davon aus, er hat mit denen geschlafen oder so, die haben mit denen geschlafen. Wir haben rumgemacht und sind dann aufs Zimmer gegangen. Ja, haben sie. Sie war noch Jungfrau, ich habe sie genagelt. Was habe ich gesagt? Das Problem ist, sie hat mir ihre Nummer gegeben. 2 Tage später, als wir wieder zu Hause waren, haben wir geschrieben. Hatte keine Zeit, ihr Tschüss zu sagen, weil der Bus früh kam. Das fand sie scheiße. Ja, kann ich auch irgendwie ein bisschen verstehen. Sie wird entjungfert und der sagt nicht mal Tschüss. Und jetzt will sie eine Beziehung. Kann ich auch verstehen. Ich bin nicht der Beziehungstyp, Alter. Ich bin erst 16. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich kann sie doch nicht entjungfern und sie dann abblitzen lassen. PS, sie ist auch 16. Liebe Grüße. Okay, da fange ich wieder an. Mhm. Und zwar, dass sie mit dir zusammenbleiben will, ist eigentlich extrem logisch, weil bei Frauen, die entjungfert werden, ich sag euch was, aber das erste Mal werden die einfach nicht vergessen. Das ist einfach so, das erste Mal entjungfert, ich meine, das sind so Schmerzen auch zum Teil und das sind einfach so Erfahrungen, die vergisst man einfach nicht. Ist halt so. Ihr wart ihr erster Schwanz, Mann. Wenn ihr nicht komplett versagt habt, dann erinnert die sich ihr Leben lang an. Und es scheint so, als wäre das, ich muss sagen, der scheint so, als wäre das schon ein bisschen so, sag ich mal, ein bisschen playboyhaft. Als würde er bei mir bei den Mädels gut ankommen, weil sonst hätte sie nicht mit ihm geschlafen und sich so bei ihm, ich meine, was ist das? Die kennt ihn so kurz, kommt mit ihm aufs Zimmer und lässt sich in Jung fahren. Ich meine, da kann er ja kein Lappen sein, weißt du, deswegen gehe ich davon aus, er hat sie ordentlich angenommen. ist klar, dass sie sich in dich verliebt. Das erste Mal werden die einfach nicht vergessen und, habe ich auch schon gesagt, aber wenn ihr mit einer Frau schläft, das habe ich auch gelesen, dann lässt sie viel Östrogen frei. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in euch verliebt, noch höher. Und deswegen, ja, du kannst eigentlich gar nichts machen. Du musst, wenn du keine Beziehung mit ihr willst, sagst du ihr das. Du sagst ihr, dass immer ehrlich sein. Ja, immer ehrlich sein. Verarsch die nicht, das ist echt nicht cool, Alter. Ich weiß nicht, aber diese Männer, die irgendwie Frauen die ganze Zeit verarschen, was ist dann so cool, verstehe ich auch nicht.
Aber verarsch die nicht, sag ihr die Wahrheit, hör zu, geht nicht, ich bin 16, ich will keine Beziehung haben und ja, Punkt, mehr kann man dazu nicht sagen. Dann ist er jetzt vielleicht ein bisschen traurig eine Woche, ein, zwei, ja, aber dafür wart ihr ehrlich und dann hat besser, halt als wenn sie sich Hoffnungen macht und dann irgendwie monatelang sich Hoffnungen macht und dann später erfährt von euch, dass ihr eigentlich die ganze Zeit keinen Bock auf sie hattet und dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Also seid wirklich ehrlich. Ich bin auch ein Fan davon, dass ich von Anfang an die Fronten kläre. Hier, guck mal, ich bin kein Beziehungstyp, aber ja, Freundschaft plus, du bist in Ordnung, wenn du poppen magst. Ich bin da ein Fan von und ja, wenn nicht, wenn du darauf Bock hast, dann geht da was und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann ist von Anfang an klar, okay, man steigt in die Kiste, aber man ist jetzt nicht, es ist einfach nicht eine Sache im Bett mit Aussicht auf Beziehung, sondern es ist einfach eine Sache, einfach Freundschaft plus Sex und ja, dann ist es einfach von Anfang an geklärt. Ja, läuft also auch ziemlich gut, aber Digga, ich weiß zwar nicht, ob du dich schon mal verliebt hast, aber hast du schon mal den Unterschied zwischen Sex und Liebe und Sex und nur Freundschaft? Ja, kennst klar. Ich muss sagen, ich kenne den Unterschied nicht, deswegen, ich freue mich schon. Nee, ich kenne den nicht. Ich habe noch nie mit einer Person Sex gehabt, die ich wirklich richtig geliebt habe. Muss ich sagen. Also ich stand halt auf die und mein erstes Mal war auch sehr gut, also es hat mir wirklich gefallen, aber ich habe die nicht über alles geliebt oder so. Ich hatte es erst mit einer, die ich richtig geliebt habe und das war einfach nur, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde, war einfach der Hammer. Digga, das so ist, jede das Berührung einfach so als, keine Ahnung, in deinen Fingerspitzen spürst du das, wenn du die so berührst und die wird warm und kalt, kriegst Gänsehaut, während du die Pops, das ist, boah, ist der Wahnsinn. Die schaut dir so in die Augen und du siehst richtig so, ihre Lippen sich bewegen, während sie atmet. Also als alles so in Zeitlupe, das ist, boah, der Hammer. Ja, das denke ich auch. Richtig und geil, ich weiß es, um ehrlich zu sein. Ich meine, du fickst den Menschen, den du liebst und die dich liebt. Du gibst es den Menschen, das ist, keine Ahnung, näher kannst du nicht bei ihr sein. Nee, das ist genau das Ding. Sex ist wirklich das Nahste von allem, das, was wirklich, näher geht gar nicht mehr. Also näher geht nicht. Das ist einfach, ja, heftig. Vor allem, wenn ihr die liebt, dann ist es wesentlich schöner, da bin ich mir sicher. Ja, gut. Du bist dann mit deinem Thema, Allotrix. Okay, warte, ich muss kurz gucken, ob die, die hat mir jetzt nicht dazu geschrieben, ob ich ihren, aber ich denke, Vorname ist ja immer okay. Also, die Dame heißt Jessica, ist 14 und schreibt mir: Also, zu deinem Video von heute, Dr. Dandetrix. Ich bin 14 Jahre alt und wollte dich fragen, ob du vielleicht mehr gut, Deutsch hat sie wieder geschrieben. Also, sie möchte wissen von uns, wie sie mehr Selbstbewusstsein bekommt. Ich wurde die ganze 7. Klasse gemobbt. Es hat sich zwar übelst gebessert, bin jetzt in der 9. Nur lasse ich mir viel zu viel von anderen einreden, obwohl ich eine ganz andere Meinung habe. Versuche mich dann aber trotzdem zum Beispiel so zu schminken, wie es andere gut finden. Könntest du vielleicht mir einen Tipp geben, mich nicht mehr so beeinflussen zu lassen? Liebe Grüße, Jesse. Soll ich anfangen, Digga? Ja. Dein Thema, du kannst anfangen. Jo. Ah, das ist aber schwer, weißt du, wenn man gemobbt wurde, dann ist man froh, wenn man da nicht mehr gemobbt wurde, nehme ich an. Ich wurde ja nie gemobbt, kann es nicht beeinflussen, aber ich kann es mir ja denken, dass die dann froh sind, okay, jetzt lassen mich die Leute in Ruhe. Und sobald jemand so kleine Kritik äußert, dass man dann gleich demjenigen gefallen will, um vielleicht dann nicht mehr so wieder, ja, den Hate abzubekommen. Sie ist 14, du bist noch recht jung, Jessica, wahrscheinlich siehst du das Video. Ja, das ist, keine Ahnung, du solltest, es ist einfach, Digga, wir sind, ja. Ich glaube, also das Ding ist, du wurdest ja noch nie gemobbt, ne? Bei mir war das in der 7. Klasse so. Ja, die haben es versucht, aber ja, geschafft dass ich nicht wirklich. Dass ich ein richtiger Loser war in der 7. Klasse, ich glaube, da kann ich mich mehr in die Situation so versetzen, okay, denke ich einfach mal. Weil ich war, ich glaube, in der 7. Klasse ein ziemlicher Lappen, ich war dicker, also jetzt nicht ultra fett, aber ich war halt mollig. Hatte gar keinen Style, ich hatte keine Klamotten irgendwie, die ich irgendwie, also wirklich, ich war eigentlich nur einer zum Auslachen und ihr wisst alle, dass Kinder gemein sind, vor allem in der Schulzeit, also die können echt einen richtig fertig machen. Bei mir hat sich das alles noch in Grenzen gehalten, also das war jetzt nicht so ultra heftig, obwohl es sogar, ich glaube, 2 Monate gab, das war schon heftig irgendwie, da hatte ich so eine Klassenschlampe in meiner Klasse, also das kennst du, die Klassenschlampen, kennst du, ne? Die ja, sich immer. Das hast du, glaube ich, im letzten auch schon erwähnt. Echt? Ja, kann sein. Auf jeden Fall, auch die, von einem Mädel, Alter, wenn ich die heute auf der Straße sehen würde, würde ich die auslachen, Alter. Wenn die irgendwas zu mir sagen würde, ich würde die einfach auslachen, allein schon, weil die eine Frau ist und mir irgendwas sagen will. Aber damals war es halt noch so, ich hatte, ja, ich war ganz anders, also ich habe wirklich ganz anders gedacht. Und ich hatte auch Angst vor allem und so weiter und so fort. Und du musst einfach lernen,
irgendwie, ich muss sagen, gut, bei mir war das so, dass mich die ganze Zeit auch YouTube-Sache und dann mein Sport und sowas gestärkt hat. Ich habe mit Boxen angefangen und so weiter und so fort. Das hat mein Selbstbewusstsein sehr, sehr stark erhöht. Hatte ich auch dann mit Tanzen angefangen, dann habe ich auch mehr Respekt bekommen und so weiter und so fort. Allerdings musst du einfach, mach nicht unbedingt das, was den Leuten gefällt. Mach einfach das, was dir gefällt und die Leute müssen damit klarkommen. Und die Leute, die damit nicht... Was? Also genau das, was du auch gesagt hast. Mach das, was du möchtest, Jessica. Was du schmink dich so, wie du willst, mach das, was dir gut tut. Und wenn die Leute das nicht akzeptieren, dann sind sie halt nicht der Kreis, mit dem du dich abgeben musst. Genau. Du bist noch recht jung, du bist 14 Jahre, du findest auf jeden Fall Freunde, die dich so akzeptieren, wie du bist. Und die anderen Leute, die, mit denen brauchst du dich ja nicht abgeben. Ja. Weißt du? Sagen wir mal zum Beispiel, du magst den Emo-Style. So, dann du liebst den Emo-Style, dann lebst du ihn auch und dann kleidest du dich auch so und zeigst, so bin ich und ich suche dann nur Leute, die auch so sind. Und dann, lass dich dann nicht fertig machen, du scheiß Emo, sondern seh das so, wie das habe ich auch im letzten Video gesagt, trag das als Schild. Leute können dich nicht mit dem, was du bist, angreifen. Ja. Das darf nicht funktionieren, Jessica. Wenn du dich so schminkst, weil dir das gefällt und jemand sagt zu dir, scheiß Emo, dann musst du einfach denken, ja Mann, der hat verstanden, ich bin anders wie er, ich habe das erreicht, deshalb habe ich mich so geschminkt, ich will auffallen, ich will anders sein wie er. Und der ist halt, der kapiert es nicht, mein Gott. Das ist typisch, scheiß Emo, scheiß Punker, alles ist scheiße. Scheiß Elotrix, scheiß Danny, alles, scheiß Snickers, scheiß Pimmel, alles. Alles ist scheiße, wenn man es so sagt, weißt du. Ja. Einfach dir nicht so zu Herzen nehmen. Mach dein Ding, zieh das durch. Entweder live, die kommt live klar oder nicht. Punkt. Und wie gesagt, wenn du dich auch so kleidest, dann findest du auch meistens nur die Leute, die auch so denken wie du. Vielleicht auch so ein bisschen Emo-Style, jetzt als Beispiel. Ne? Ich glaube nicht, dass die jetzt den Emo-Style so feiert, aber jetzt mal als Beispiel. Mach einfach das. Ja, mach das, was dir gut tut. Und du wirst merken, du findest Freunde, die genauso denken. Genau, und dann macht das Leben schon viel mehr Spaß. Alles klar, das war's mit der Episode. Die nächste wird auf dem Kanal von Elotrix hochkommen. Link ist in der Beschreibung, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich würde sagen, Digga, wir verlinken immer die letzte Folge, oder? Ja, wir verlinken auf jeden Fall die letzte Folge, ganz genau. Schaut euch die letzte Folge an. Alter, Digga, du bist einfach der schlauste Mensch der Welt, Alter. Ja, definitiv der schlauste Mensch, ja. Okay. Auf jeden Fall, letzte Folge verlinken und da schaut vorbei. Also, ich verlinke da nicht den Kanal, sondern einfach die letzte Folge. So, oder, keine Ahnung, ja. Ja, passt. Und wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, klickt jetzt den Daumen nach oben Button. Außerdem schreibt in die Kommentare, unter das Video, was wir für Probleme, eure Themen. Wenn es wirklich privat sein soll, auch als private Nachricht, wir werden fast alles durchlesen, also immer her damit, Leute, damit wir viel, viel Themen haben, über die wir sprechen können und wir werden euch auf jeden Fall weiterhelfen und das dann wird auch schon klappen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, Danny, danke, dass ich da sein durfte, ich hab dich so lieb. Lasst euch gut gehen, meine Freunde, haut da rein. Ja, jetzt dein Auto noch, Digga. Digga, du leckst gerade bei mir. Ich höre dich nicht. Echt? Leck ich? Hallo, hallo? Penis? Penis? Danny? Ich höre dich gerade nicht, Digga. Dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!